Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Falls ihr wissen wollt, was ich hier gerade in meinen Haaren habe, dann solltet ihr auf jeden Fall mein letztes Video anschauen, wo ich die Haarteile teste. Leute, wie krass ist das? Ich überlege jetzt gerade noch, ob ich damit, wir fahren jetzt nämlich gleich zu Jonas, ob ich damit drehen soll. Aber ich glaube, ich spare mir das erstmal auf für so einen Wow-Moment auf irgendeinem Event. Oder? Sieht schon krass aus, Alter. Ich glaube, ich mache mir jetzt aber mein offenes Haarteil rein. Shakira, hu? Ich werde mich jetzt noch fertig machen und dann geht's auch schon los. Wir müssen noch ein Paket gleich wegbringen. Okay, jetzt fühle ich mich auf jeden Fall ein bisschen mehr wie Sonny. Das andere ist aber eine geile Spielerei, vielleicht mal für irgendwelche Events oder Bilder oder so. Ja, aber jetzt fühle ich mich schon ein bisschen mehr wie Sonny. Ich sah irgendwie auch ein bisschen aus wie meine Mutter mit diesem anderen Zopf. Ich werde jetzt ein Outfit raussuchen und ich sollte mich beeilen, weil wir müssen gleich los. Und das hier war mein Videodrehoberteil und eine Jogginghose. Das geht so nicht. Ready to take off, würde ich mal behaupten. Meine Babyhaare stehen hier immer vorne ab. Das ist ja, sind ja die, die aus dem Loch rausgewachsen sind. Wir nehmen jetzt noch das Riesenpaket hier mit, was ich zurückschicken muss. Was soll ich denn jetzt sagen? Ich habe wegen irgendwas gerade die Kamera angemacht. I don't know. Ach so, Alter, ich muss die ganze Zeit pipi. Wow. Ich muss die ganze Zeit pipi, weil ich vorhin 1,5 Liter Tee getrunken habe. Ich finde, Tee trinkt man immer so übelst schnell morgens. Also es ist so gar nicht wie Wasser oder so, sondern es ist einfach Tee, ungesüßter Tee so. Ich habe davon so viele coole, zum Beispiel, also, ja, egal. Ich habe so viele coole, geile, so lose Tees. Ich liebe mittlerweile diese losen Tees, die man in so einen, hier, ich, was willst du denn, Schubi? Du warst doch gerade draußen. Die man in so einen Tee-Eiern hier macht. Und, ja, ich trinke davon dann immer so viel und es ist eigentlich mega gut. Und ich glaube, hey, ich müsste das jetzt nur noch einmal trinken und dann hätte ich schon meinen Soll. Man soll auch 3 Liter am Tag trinken. Also Tipp von mir an euch, mehr Tee unter anderem. Oder so irgendwelche, zum Beispiel wenn ich so Waterdrops oder so ins Wasser mache, so diese, das Wasser geschmacklich infusen, kann ich auch viel mehr trinken. Das ist echt crazy. Wir sind arrived bei Jonas at home. Meine City. Eine Fußballstar. Really? Schieß. Was soll ich betreffen? Tunnel me, right? Oh, oh, damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Willst du jetzt mal deinen coolen Move machen? Deinen Moonwalk? Nee, danke. Okay, now we film my video. We are the productive ones. Die Boys glauben mir nicht, dass ich Leitungswasser und Wasser aus einer Flasche unterscheiden kann. Ich weiß nicht, wem von euch geht es da auch so, dass ihr einfach einen krassen Unterschied schmeckt. Ich kann zum Beispiel Leitungswasser eigentlich nur trinken, wenn ich irgendwelche so Drops reinmache. Oder ich habe ja auch dieses Air-Dingens, was mit Duft ist und so. Dann finde ich es eigentlich ganz lecker. Oder halt in Tee. Aber so pur, ich finde pures Leitungswasser einfach, ich kann es nicht trinken. Ich kriege es nicht runter, weil es für mich so nach Eisen schmeckt oder so. Ja, mach es trotzdem einfach rein. Wir gehen jetzt auch gleich. Es wird jetzt einfach nur so ein schnelles Ding, damit ich es den beweise. Marcel Alphaus. Oh, hello, meine City. Super, dass mein Lippenstift so gut gehalten hat. Ja, und ich popel den Narbe ab. Wenn ich es nicht schaffe, ja dann. Dann ist deine. Meine Ehre. Meine Ehre ist auf jeden Fall für mich. Ja, der zieht sich gerade irgendwie sein Trikot an. Geht er da stehen? Ja. Soll ich auf ihn warten? Vielleicht ist ja Halloumi so ein Gegengift gewesen. Ja, okay, das ist jetzt 100% kein Leitungswasser. Glaube ich, warte, das kommen wir auf den Vergleich, warte mal. Doch, das ist kein Leitungswasser. Das ist auch kein Leitungswasser. Jonas ist auch so ein Fuchs, der hat vielleicht auch 5 Mal das gleiche gemacht. Also das ist auch kein Leitungswasser. Ja, das ist so alles Leitungswasser. Vielleicht ist es auch gefiltertes Leitungswasser. Hast du einen Filter? Nee. Okay. War jetzt nur noch du hast eben noch was ausgespuckt, by the way. Aber ja, vielleicht gibt es auch 5 Mal das gleiche. Auch kein Leitungswasser? Doch, warte. Hä, hey, scheiße. Ich habe gerade aber diesen Leitungswasser-Geschmack gehabt in irgendeinem. Das ist halt nicht so offensichtlich. Aber ich glaube, es liegt daran, dass ich gerade was gegessen habe. Ich schwör's dir. Das ist Leitungswasser, 100%. Ich schmeck's nicht mehr. Aber es liegt daran, dass ich was gegessen habe. Okay, warte. Das war Leitungswasser. Hä, aber ich hab's doch gerade ausgetrunken. Wo ist denn der Becher? Hier sind doch 5. Ich bin gerade hart verwirrt. Sie sagt. Okay, eigentlich ist es gar kein Wasser, aber nur Wodka. Ich kann ich kurz einmal mehr mit auf. Mach es mal nochmal alles voll, okay? Ey, okay, ich fahre jetzt. Mann, aber ich könnte das so gut beweisen, wir hätten es vom Essen machen müssen.
Okay. Warte, das ist keiner, das ist der Song. Das auch nicht. Ich habe mir Drive bestellt. Da muss der Rucksack. Okay. Nur das letzte ist Leitungswasser. Also die beiden waren richtig, die waren kein Leitungswasser. Die und die waren schon Leitungswasser und das war auch Leitungswasser. Also das hast du richtig, die quasi auch, aber die beiden hast du falsch. Krass, ja. Aber bei dem letzten schmeckt man es am stärksten. Also Leute, das war voll der Vorführungseffekt. Ich mache das irgendwann nochmal neu. Wenn ich nichts davor gegessen habe. Meine Geschmacksknospen sind gerade verwirrt. Aber traurig. Ich kann das so gut. Ich weiß auch. Voll traurig. Ach, Schatz. Das liegt an diesem Kackburger. Wirklich. Wir machen das nächste Mal nochmal, okay? Okay. Jetzt trainiere ich. Okay, du hast mein Portemonnaie. Schubi freut sich immer so süß, wenn man nach Hause kommt. Meine Ratti. Ja. Ich muss jetzt erstmal ganz schnell Pipi machen. Und dann gehe ich mit ihm Gassi. Aber erstmal will ich mein Haarteil rausnehmen, weil irgendwie fuckt mich das gerade mega ab. Ich glaube, ich sollte mal den Gummi da wechseln. Wenn man kann diese Gummis wechseln, dann sind die länger oder kürzer. Also so ein bisschen enger oder halt lockerer. Meins war mir heute irgendwie ein bisschen zu eng. Ich habe jetzt meinen Kopf gewachsen. Weil ich so schlau bin. Ja, ich will gleich. Erstmal geht Mama Baby machen. Und Hände waschen. Wie man jetzt herrennt. Ich bin übrigens jetzt froh, dass ich keinen Ski-Einteiler habe, weil da müsste man ihn ja echt die ganze Zeit immer so ausziehen. Das ist ja wirklich mega Abfuck. Bis gleich, Pipi müsst ihr jetzt nicht dabei sein. Das Kommando für ihn übrigens ist immer Pipi Kaka? Pipi Kaka machen, ja? Komm. Ja. Yeah. Ich weiß, Leute, viele von euch sagen, der Weihnachtsbaum triggert euch, aber ich habe sowas von keinen Bock, den abzubauen. Marcel ist jetzt gerade beim Dart. Vielleicht werden wir das die Tage mal irgendwie machen, aber ich weiß nicht, das nervt so. Und er ist so hübsch. Wir müssen uns da irgendwas in der Art auch noch hinstellen. Irgendwie ist diese Lichtquelle voll geil. Ich habe so einen Kommentar gelesen, dass ihr es feiert, dass ich mich auch immer so ungeschminkt und so zeige. Und dann dachte ich mir so, irgendwie sollte das viel alltäglicher sein, weil ich gucke auch voll oft so Influencer und so und denke mir immer so, wie sehen die immer so perfekt aus? Und es gibt halt auch einfach Leute, die ungeschminkt, ich habe letztens einen Vergleich gesehen, dass ich manchmal so richtig hui aussehen kann, aber manchmal auch so richtig wie so ein Opfer. Und es ist einfach true. Es gibt aber auch Leute, die einfach immer geil aussehen, ungeschminkt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich ungeschminkt hässlich aussehe. Ich fühle mich auch wohl so, ne? Aber bei mir gibt es halt immer schon so übel die Transformation. Und ich finde es halt so krass, dass es aber Leute gibt, die ungeschminkt einfach so übelst die heftigen Granaten sind. So. Also, falls ihr jemand seid, dem man das immer sagt und so, dann seid dankbar dafür, okay? Nur mal so nebenbei. Und jetzt, wir haben bei Jonas noch Essen bestellt. Und zwar habe ich mir einen Halloumi-Burger gegönnt. Und morgen geht's ja wieder zum Sport. Jetzt trinke ich hier gerade ein Zero Lipton Sparkling. Kein Sponsoring. Ich bin so süchtig nach denen geworden. Bestimmt auch nicht gesund, weil da ja so eine künstliche Süßungsmittel sind. Aber immerhin kein Zucker. Ich verzichte gerade so hardcore auf Zucker. Also ich esse gar keine Süßigkeiten mehr. Klar, ich weiß, in Toast und so. Also Toast esse ich ja eigentlich auch überhaupt nicht mehr. Wir haben vorhin so ein kleines Börek gegessen. Und in Brot und so ist ja auch Zucker drin. Aber ich esse keine Schokolade mehr. Gerade schon so seit ungefähr einer Woche. Und das ist für mich so heftig, Leute. Also normalerweise esse ich, ich check's jetzt erst, ich habe normalerweise schon zum Frühstück 3 Schokoriegel gegessen, dann mittags und abends auch nochmal. Und ich bin einfach mal gespannt. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen fitter, seit ich das mache. Also nicht mehr so träge, so müde träge. Keine Ahnung, vielleicht hat es auch mit anderen Sachen zu tun, weil ich mache jetzt zeitgleich ja auch viel mehr Sport und so. Aber ich glaube, es ist eine ganz gesunde Entwicklung, darauf mal ein bisschen mehr zu verzichten, weil ich habe wirklich so ungesund gegessen. So unnormal ungesund. Und ich habe auch diesen Heißhunger auf Süßigkeiten gar nicht mehr so krass. So Leute, guten Morgen. Transformation hat auf jeden Fall wieder stattgefunden. Ich weiß nicht, ich sehe morgens mal aus wie ein Haufen Müll. Ich mache mir jetzt hier gerade einen Shake. Das wird jetzt alles gleich alles zusammengemischt. An der Stelle würde ich mich sehr über ein Abo auf meinem Kanal freuen. Und natürlich einen Daumen nach oben, falls... Guck mal, schaut mal. Er ist gerade von so weit gekommen und hat das gefunden und will es jetzt im Mund nehmen. Falls ihr keinen guten Staubsauger habt, holt euch auf jeden Fall einen Hund, der klein ist und nah am Boden und alles sieht. Weil er wird alles finden, alles. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao, ciao.